Hey YouTube, grüß dich. Ich gucke mir jetzt ein Video an. BattleBit, ein Mittelfinger für die Spieleindustrie. So, da könnt ihr überhaupt nichts gegen machen, weil ihr auf YouTube könnt aktiv nicht auf das Programm hier zugreifen oder eingreifen oder einwirken. Das Wort habe ich gesucht. Außer ihr werdet auf Twitch. Da seid ihr aber nicht. Haha, Jokes on you. Habt ihr euch schon mal genauer gefragt, was euch dazu bringt, ein bestimmtes Spiel zu spielen? Sind es die Charaktere, die Welten bzw. Maps oder vielleicht einfach nur die Grafik? Ne, die Grafik ist mir tatsächlich ziemlich bums bei Spielen. Also das macht nichts, wenn die gut ist, aber tatsächlich muss das Spiel Spaß machen. Also deshalb spiele ich jetzt ja seit gestern Payday 3 und das macht eigentlich einfach Spaß. Weil das ist ein geiles Ballergefühl, man kann das so ein bisschen machen, wie man möchte. Und es muss einfach Bock machen. Ich weiß gar nicht, wie man das besser beschreiben soll. Eins ist sicher, wer ein Spiel zum ersten Mal sieht, sieht meistens nur die Oberfläche und lässt sich von den Bildern beeinflussen, die ein Marketingteam ausgewählt hat. Doch hinter jedem noch so beeindruckenden Trailer steckt ein Spiel, das eventuell nichts mit dem Trailer zu tun hat. Wie man sich mehr aufs Spiel als die Verpackung konzentrieren kann, zeigen uns drei Randoms aus dem Internet. Die haben mit ihren Potato-PCs große Publisher wie EA in den Schatten gestellt. Geil. Minecraft mit Panzern. Hakon würde heute auch wieder scharf geschossen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Wie sehr haben wir doch die guten alten Zeiten geliebt, als jeder versucht hat, den legendären Rendezug nachzumachen und mitten im Fliegen aus dem Jet auszusteigen, um in der Luft mit dem RPG einen anderen Jet niederzumähen und dann im freien Fall wieder in den eigenen Jet einzusteigen. Wie man das halt auch in einem richtigen Krieg machen würde, ne? Ich glaube, ich habe das letzte Battlefield, hatte ich mal auf irgendeinem Game Pass gezockt und ich war froh, dass ich es nicht gekauft habe, weil es echt scheiße war. Und ansonsten sind diese Open World Ego-Shooter meistens irgendwie ziemlich lame. Also meistens, also ich zocke halt ungefähr alle paar Wochen ein paar Mal und dann will ich eigentlich einfach nur ein bisschen Spaß haben und dann werde ich sofort von irgend so einem 15-jährigen Kind auf drei Löffeln Gamers Only, werde ich einfach quasi durch drei Türen in einem Keller erschossen. Das nervt dann halt einfach. Battlefield war früher eine großartige Spieleserie. Aber mit zunehmender Beliebtheit und dem Wachstum des Entwicklerstudios DICE hat die Serie einen entscheidenden Faktor verloren. Die Community. Denn diese Gemeinschaft von Gamern war das Fundament, das Battlefield erst so einzigartig gemacht hat. Sie waren der Grundstein für den Erfolg des Spiels und sollten eigentlich immer an erster Stelle stehen. Aber momentan fühlt sich's eher an, als würden immer mehr große AAA-Studios den direkten Kontakt zu ihrer Spielerbasis abschaffen. Die Bedürfnisse und Wünsche der Fans, die überhaupt erst für die vergangenen Erfolge verantwortlich waren, sind... Monte, dankeschön für die 200 Bits. Also eigentlich ist es doch super einfach, ein Spiel erfolgreich zu halten. Du brauchst halt doch einfach eine geile Modding-Community. Deshalb wird ja heutzutage immer noch Half-Life gespielt, auch wenn es mittlerweile Half-Life Source ist und nicht mehr Half-Life 1. Aber dadurch, dass Half-Life damals so Sachen zugelassen hat wie Day of Defeat und Counter-Strike und so weiter, sind die Spiele eigentlich immer noch nicht tot. Ne? Minecraft, das ist 3000 Jahre alt. Oder was gibt's denn da noch so Berühmtes? Ach, mir wird schon irgendwas einfallen, keine Ahnung. Aber im Großen und Ganzen ist das doch the key to success. Nicht mehr so wichtig. Viel wichtiger ist, die breite Masse anzusprechen als die treuen Fans. Spontane Änderungen oder Umsetzungen von Fanwünschen. Mods sind doof, die wollen selbst DLCs verkaufen. Das ist auch ein dämliches Prinzip, ich mag das nicht. Gibt es nur noch in absoluten Ausnahmefällen und wenn sowieso schon alles zu spät ist. Bevor solche Entscheidungen überhaupt zugelassen werden, müssen erstmal Dutzende Verantwortliche davon überzeugt werden, dass das Spiel diese Ideen braucht. Budgetfragen oder rechtliche Aspekte sind dann immer wieder Gründe, warum solche Elemente meistens ignoriert oder einfach nicht umgesetzt werden. Die Zeiten bei DICE und EA haben sich nun mal geändert. In der heutigen Spieleindustrie, in der viele Publisher Aktiengesellschaften sind, steht oft der Druck im Vordergrund, jährlich mehr Gewinn als im Vorjahr zu erwirtschaften. Ja, sieht auch ganz gut aus, ne? Microsoft, Trend geht nach unten, Sony ein bisschen, Tencent, Trend geht nach unten, NetEase so ein bisschen hoch. Vielleicht sollte man den Kurs mal ändern. Ich weiß es nicht. Schaffen. Doch diese Mentalität zwingt die meisten Studios dazu, die eigene Zielgruppe künstlich zu erweitern, Spiele schneller zu veröffentlichen. Die bestehenden treuen Fans werden vernachlässigt und es gibt immer mehr unfertige Spiele. Statt auf die Wünsche der Battlefield-Fans einzugehen, wird auf Basis von Marktanalysen und Umfragen entschieden, was der vermeintliche Durchschnittsgamer gerne hätte.
Aber ist das wirklich der richtige Weg für Max? Es gibt ja nicht mal mehr einen geilen Singleplayer bei den meisten Spielen. Das mag jetzt auch abstrus von der Vorstellung sein für manche, aber früher hattest du bei Ego-Shooter-Games, Multiplayer-Ego-Shooter-Games, immer noch eine geile Singleplayer-Kampagne mit dabei. Die war auch richtig lang und hat Spaß gemacht. Und jetzt, ich glaube, beim letzten Babelfield oder so, oder bei Call of Duty gab es noch mal eine, die hat man, glaube ich, in 3 Stunden oder so durchgespielt. Und das war schon quasi elitär, überhaupt eine zu haben. Habe in meiner Minecraft-Welt 3 Vögel nach Karl, Stay und dir benannt. Karl und Stay haben leider engen Kontakt mit einem Creeper gehabt. Oh shit. Gute Besserung, Karl und Stay. Ich hoffe, ich bin auch ein buntes Tier oder ein Kauz. Maximalen Erfolg? Nein, es ist ganz simpel. Mit BattleBit haben uns 3 Leute aus dem Internet gezeigt, wie wichtig es ist, auf die Community zu hören und auf ihre direkten Wünsche einzugehen. Das sieht ja geil aus. Ich dachte, das ist eine Minecraft-Mod, aber das scheint ein eigenes Spiel zu sein. Das sieht ja geil aus. Begonnen hat alles 2016, als sich der User Sergeant Okitoki zusammen mit Velasquez an den Indie-Shooter BattleBit gesetzt hat. Das ursprüngliche Duo versuchte, einen Battlefield-Squad-Klon für Spieler zu entwickeln, die über einen leistungsschwachen PC verfügen. Der Grund dafür war ganz einfach. Sie bewundern frühere Spiele wie Battlefield 3, konnten sie aber damals nicht wirklich spielen, wo der Hype noch groß war. Der Grund waren ihre Potato-PCs. Mal ganz nebenbei, es ist schön zu sehen, dass man für einen aktuellen Titel nicht die neueste teure Grafikkarte kauft. Was kostet das denn? Ist es ein Vollpreistitel oder kann man sich das tatsächlich auch leisten? Muss, um mal stabile 60 oder 140 FPS zu bekommen. Diese Entscheidung allein ist aber noch kein Grund für den großen Erfolg des Spiels. Ein Indie-Titel wird nicht über Nacht. Ich gucke doch gerade. Hallo YouTube. Na? Wollt ihr auch mal Teil dieses wundervollen Streams sein, damit ihr euch nicht mehr so machtlos fühlt gegenüber all dem hier? Mhm. Dann kommt vorbei auf /Hakenblick 88. Die 88 steht aber nicht für das Geburtsjahr, sondern für Hansestadt Hamburg. Kuss. Dankeschön, Kuxi, für die 100. Unter 20, glaube ich. Okay. 6,50 Euro bei Keystores. Das ist ja geil. Ist ja voll günstig. Ey, wenn das Spaß macht. Also ich meine, wenn das ein gutes Gunplay hat und so weiter und nicht zu verbuggt ist, das fetzt doch tierisch. Zum Mega-Hit. Schon gar nicht von einem Team, das nicht über die gleichen Ressourcen verfügt wie dein. Und Real Rap, so sah Quake und Counter-Strike früher auch aus. Weil man das nämlich komplett all seinen Details beraubt hat und die Grafik so weit runtergestellt hat, damit man irgendwie 240 Frames hat. Und natürlich auch nicht in der Lage ist, eine große Marketingkampagne auf die Beine zu stellen. Deshalb haben sich die Entwickler von BattleBit für einen anderen Ansatz als die üblichen AAA-Studios entschieden. Sie setzen auf Community-Driven Game Development. Das ist eine bei Indie-Studios sehr beliebte Entwicklungsmethode. Potenzielle Kunden sind von Anfang an in die Entwicklung des Spiels einbezogen. Also Modding. Also im Endeffekt, das ist ja geil. Du lässt die Leute einfach am Spiel mitentwickeln, damit sie quasi schon im Spiel rummodden können. Das ist der Kapitalismus, meine Damen und Herren. 640x480 all the way und Details low, ne? Damit die Köpfe schön groß sind beim Zielen. Es geht darum, Entwicklung und Marketing miteinander zu verknüpfen. Das Ziel ist es, die Leute so früh wie möglich davon zu überzeugen, das Spiel zu kaufen, wenn es auf den Markt kommt. Denn durch die frühe Einbindung in den Entwicklungsprozess können die zukünftigen Spieler emotional an das Spiel gebunden werden, was wiederum den Verkauf des Spiels erheblich erleichtert. Besonders mit einer Patreon-Kampagne und einem gut geführten Discord-Server haben die beiden Entwickler bereits in der Anfangsphase viel in den Aufbau einer Community investiert. Sie holen sich aktiv Meinungen zu spielrelevanten Entscheidungen ein und halten die Entwicklung so offen wie nur möglich. Das klingt irgendwie alles so revolutionär, ne? Aber eigentlich ist es die beste und banalste Methode, so ein Spiel zu entwickeln. Also ich meine, es gibt ja so Closed Betas und Open Betas und so bei manchen Spielen. Ob das dann wirklich auch umgesetzt wird, weiß man nie so wirklich. Aber ey, wenn man von Anfang an das Spiel baut, was die Leute auch, worauf die Bock haben, ist ja... Wieso machen das nicht alle so? Trotzdem stand das Entwickler-Duo. Dafür sieht das Game halt scheiße aus. Du siehst scheiße aus. So, wie fühlst du dich jetzt? So. Hinter BattleBit immer wieder vor schwierigen Entscheidungen. Vor allem, als sie nach einigen Playtests festgestellt haben, dass dem Spiel in den ersten... Das war gemein. Er hat doch angefangen, das Spiel zu beleidigen. Ich hab's nur verteidigt.
ersten frühen Versionen einfach Spaß fehlte. Deswegen haben die beiden sich für eine drastische Änderung entschieden und fast von neu begonnen. Eine komplette Überarbeitung und Umbenennung des Spiels in BattleBit Remastered. Ziel war es, das Spiel komplett an die Wünsche der Community anzupassen. Das bedeutet natürlich auch mehr Arbeit und zu zweit war das einfach nicht mehr möglich. Schwupp, Jobangebot auf Willhaben oder so gestellt. Ja, da kommt jetzt natürlich die Werbung rein. Die Werbung lassen wir aber nur bei Joseph the Changeman drin. Hier gehen wir einfach drüber. Oh, eine Ente. Das ist doch Waddle. Chat, das ist doch Waddle mit einem Hut auf. Larry, der 3D-Artist. Ich habe ihn sofort erkannt. Waddle in den Chat, jetzt. Ein 3D-Artist, der bei den notwendigen Arbeiten aushelfen soll. Das Trio wollte auf keinen Fall ein halbfertiges Spiel mit Bugs und anderen Problemen veröffentlichen. Daher war es während der gesamten Entwicklung und bei jeder neuen Verbesserung auf die Entscheidungen der Community angewiesen. Es gab ständige Diskussionen und Umfragen auf den jeweiligen Plattformen zu verschiedenen Themen wie der Time to Kill und kleinen anderen Details. Jeder Aspekt wurde mit großer Sorgfalt ausgewählt. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass die zukünftigen Gamer auch wirklich mit dem Gameplay des Spiels zufrieden sind. Am Ende wurde nach 7 Jahren Entwicklungszeit einer der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter in enger Zusammenarbeit mit den Fans als Early Access auf Steam veröffentlicht. Nice. Also was mich ja bei Payday so ein bisschen nervt, du kannst einfach keine Waffen aufheben. Ich weiß gar nicht, wer das für eine gute Idee gehalten hat. Also du sollst natürlich die Waffen, du sollst ja ein bisschen progressen. Ich habe ich schon rede mal gesagt doch gerade. Und sage es wieder. Demokratie funktioniert einfach nicht. Donk Modding Großlove Link sind alle eure Haus- bzw. Küchengeräte, welche nicht mehr in Betrieb sein sollen, ZB. Herd, Backofen, Mikrowelle und andere kleine Küchengerätschaften etc. ausgeschaltet. Kühlschrank, Gefrierfachtüren geschlossen, Wasserhähne zugedreht, sowie alles, was vibriert, summt und brummt, ZB-Akku-betriebene Erwachsenenspielzeuge nach Gebrauch ausgeschaltet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Mixer läuft den ganzen Tag. Mein Mixer läuft den ganzen Tag. Ich lasse mir hier gar nichts verbieten. Dankeschön. Bei Payday kannst du einfach keine Waffen ablegen und neue nehmen. Das nervt. Ey, du hast gerade die Waffe leer geschossen. Dann willst du einfach die nächste nehmen, die auf dem Boden liegt? Geht natürlich nicht. Wieso, warum sollte das auch funktionieren? Natürlich könnte man noch ausführlicher darauf eingehen, wie die Entwickler beispielsweise den Preis des Spiels gesenkt haben oder mit dem Regional Pricing reagiert haben, als klar wurde, dass das Spiel immer beliebter wurde. Aber auch Gameplay-Elemente. Mein Ofen läuft immer auf 250 Grad, damit ich nicht so lange vorheizen muss. Mache ich auch so. Ich heize generell nur mit dem Ofen. Und wenn es mir dann doch zu warm wird in der Wohnung, mache ich einfach einen Kühlschrank auf. Wie der Proximity-Chat, der für die unterhaltsamsten Momente im Spiel selbst sorgt, sind Merkmale, die das Spiel von anderen einfach etwas abhebt und so zu etwas Besonderem macht. Aber das alles weiter im Detail zu erklären, würde den Rahmen dieses Videos deutlich sprengen. Man merkt... Ich würde das zocken. Da ist ja richtig viel Action drin. Grafik ist halt shit. Ja, fuck it, Alter. Das Spiel, das ich am meisten in meinem Leben gezockt habe, ist wahrscheinlich Minecraft. Wem geht's denn um Grafik? Aber deutlich, dass es hier nicht um ein Spiel geht, das für Marktforscher und Aktionäre entwickelt wurde, sondern ein Spiel von Spielern für Spieler. Es ist schön zu sehen, dass trotz langer Entwicklungszeit und ohne übertriebene Grafik ein Spiel, das sich hauptsächlich auf die Community und das Gameplay konzentriert, den Erfolg hat, den es verdient. Wenn man dann noch hört, dass... Eigentlich ist das kanadische Militär, glaube ich. Das ist das kanadische Militär aus South Park, deshalb sind die so blockförmig. Hey Terrence! Ja, Philipp? Den es verdient. Wenn man dann noch hört, dass es bereits bis zu mehreren Millionen Umsatz gemacht hat und immer noch eine große Anzahl von Spielern hat, ja, dann kann man sich wohl einfach drüber freuen, dass so ein Konzept funktioniert. Man wünscht sich auch sofort, dass DICE bei Battlefield mehr auf die Community gehört hätte. Nein! Gut, ein Studio mit... Nein, nur Aktionäre, nicht Community. Hunderten... Community kann Aktionär werden, aber nicht andersrum. Von Mitarbeitern hat es nicht leicht, mit der internen Kommunikation und dann noch Millionen von Fans zu kommunizieren. Und dann ist ja auch noch die Sache mit der Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen und Projekten. Aber wie wäre es, anstatt Geld in übertriebenes Marketing, fancy Trailer oder in die Entwicklung eines Weihnachtsmann-Skins zu stecken, nachdem eigentlich niemand gefragt hat, warum nicht einfach einmal in die Entwicklung einer internen Methode investieren? Nee, das wird irgend so ein Marketing-Fuzzi wird das schon ausgerechnet haben. Schauen Sie mal hier, ich habe jetzt hier, die Leads und die Conversion aus den Cold Calls und aus den Selling Leads habe ich jetzt hier mal ein bisschen scaled. Und schauen Sie mir hier, in der Customer Journey fehlt uns hier noch ein Holiday Special. Also brauchen wir jetzt hier jemanden, der wo hier aus dem Center reingehen tut.
Was haben Sie gerade gesagt? Keine Ahnung. Nehmen Sie Geld und machen Sie das. Hier, um wieder eine effektive Kommunikation zwischen Studio und Spieler herzustellen. Welchen Sinn macht es, einen Trailer rauszubringen, um den Gamern zu zeigen, wir verstehen euch? Vor allem, wenn man auf die alten Zeiten zurückgreift und dann in Wirklichkeit sowieso drauf scheißt. Das ist einfach eine Praktik, die nicht wirklich irgendjemanden hilft. Ja, okay, man... Da ist ja Maurice, grüß dich, mein Lieber. Da kaum rede ich über Leads und über Conversions und so weiter, kommt sofort Maurice und legt mal das Ohr auf den Zahn der coolen Krypto-Talks hier. Hat in den letzten Seasons einiges an Feedback der Fans umgesetzt mit der Integration des Scoreboards. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Battlefield-Spieler ein Scoreboard haben wollen? Oder mit der Rückkehr zum beliebten Klassensystem, wo man doch zum Release noch das ach so tolle Heldenshooter-Prinzip gelobt. Will man nicht in jedem Game ein Scoreboard haben, der kompetitiv ist? Ich höre ständig nur von Leuten, die sich beschweren, dass zum Beispiel Diablo keins hat. Du willst doch wissen, wo du hingehörst. Ist mir zu viel Scheiß. Weiß ich nicht, ne? Monte, danke schön, dass du Maurice beschenkt hast. Scoreboard kostet extra. Scoreboard nur als kostenpflichtiges DLC, genau. Lobt hat. Es waren einfach Fehlschläge, die man leicht hätte vermeiden können, wenn man nur einfach ein offenes Ohr gegenüber der Community gehabt hätte. Aber die Änderungen kamen erst nach dem Launch. Also wobei, ich muss mich jetzt auch mal kurz, wenn ich drüber nachdenke, ist auf die Community hören wahrscheinlich auch nicht so schlau, weil meine Community, glaube ich, die ganze Zeit versucht, irgendwie Chlorbleiche zu trinken, weil es so eine lustige Farbe hat und sich die ganze Zeit wünscht, dass wir uns Videos von Fresh Torge angucken. Vielleicht hat es schon gute Gründe, warum man nicht auf den Pleb hört und einfach das tut, was Leute mit Geld im Hintergrund wollen. Ja, ich hab's eigentlich, ich kann's alles, I can relate. Man gemerkt hat, dass man nicht wirklich neue Spieler erreichen konnte und ja, sogar die alten treuen Fans machen plötzlich nicht mehr mit. Es gibt aber zum Glück ein Anzeichen, dass EA doch bereit ist, sich auf eine offene Entwicklung für ihre IPs einzulassen. Mit der Ankündigung des Remakes der beliebten Skate-Serie will das Unternehmen diesmal einen möglichen Shitstorm umgehen. Man gibt dem Entwicklerstudio die Möglichkeit, von Anfang an eng mit der Community zu kommunizieren. Okay, was ist das für ein Spiel? Das sieht jetzt irgendwie wieder unfertig aus. Durch Playtests werden Fans bereits in den frühen Entwicklungsphasen aktiv eingebunden und können Feedback geben. Da muss man dann eben nur noch drauf hören. Mal sehen. Außerdem gibt's regelmäßig Videos, in denen Designentscheidungen bzw. Entwicklungsprozesse gezeigt und erklärt werden. Trotzdem steht eben immer noch EA drauf und das darf uns natürlich schon skeptisch bleiben lassen, bis das Game wirklich da ist. Aber es ist trotzdem erfreulich, dass sie zumindest mal oberflächlich verstehen, wo es vielleicht fehlt. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Wir hoffen zumindest, dass jemand in der Chefetage von EA und Co. die Leistungen des BattleBit-Trios sieht und... Du hast ja gerade einen Hammer gehabt. ...und etwas daraus lernt. Nämlich, dass man mehr Ressourcen in diese Art von Entwicklung... Oh geil, das Sniper finden, ne? Oh, ich lieb's. Hast einfach irgendeinen Sniper und der checkt nie, dass du da bist. Dann machst du erst noch ein cooles Selfie für die Jungs und dann sprengst du ihn irgendwie vom Gebäude runter. ...stecken sollte. Besonders bei bereits existierenden Spieleserien. Da gibt es schon eine gewisse Erwartungshaltung der Community, die alle zumindest gehört werden sollten. Dann hat's der Dev eigentlich sogar leichter bei der Umsetzung und trotzdem sind alle zufriedener. Win-win. Naja, oder sie können zumindest nicht jammern, weil sie sich's selbst gewünscht haben. Wie seht ihr das Ganze? Kann DICE in Zukunft wieder eine Bindung zu ihrer Fanbase aufbauen? Fallen euch vielleicht sogar andere Spiele ein, wo ihr eher eure Hoffnung hinlegt? Schreibt's gerne in die Kommentare oder sagt's mir im Livestream. Okay, bye! Ja, cooles Video. Werde ich mir vielleicht holen, das Spiel. Das sieht lustig aus. Das könnte potenziell Spaß machen. Was auch Spaß macht, ist, wenn man von YouTube auf Twitch rüberwechselt. Na, das ist auch eigentlich eine super Idee. Von daher solltet ihr YouTube-Menschen auch mal überlegen. Legt die Haare vielleicht lieber nach hier drüben, ne? Ja, ist einfach besser. Kommt ihr auch mal richtig zur Geltung. Kommt rüber von YouTube. Lasst das mit YouTube. Also guckt da auch die Videos und teilt die auch mit allen Leuten, die ihr kennt. Oder guckt die auch 100 Mal. Wir brauchen die Reichweite. Aber ansonsten, ja, Twitch TV, tschüss.